Ja, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, liebe Geschwister. Auch einen guten Morgen wünsche ich. Das Schöne ist, der Morgen spricht ja davon, dass die Nacht vorüber ist und ein Tag anbricht. Und jedes Kind Gottes hat schon einen ganz besonderen Morgen erlebt, wo die Nacht, ja, wir waren ja einst Kinder der Nacht, wir lebten in der Nacht, in der Finsternis, und es gab einen Tag, an dem der Sohn Gottes Einzug genommen hat in unserem Leben und wo ein neuer Tag angebrochen ist, ein neuer Morgen. Und wie glücklich dürfen wir uns schätzen, ja, dass wir zu denen gehören dürfen, die jetzt Kinder des Tages sind, Kinder des Lichts geworden sind, ja. Ich würde gerne noch einmal beten, bevor wir zum Wort kommen. Ja, unser Gott und Vater, es steht geschrieben, dass durch deine herzliche Barmherzigkeit du uns den Aufgang aus der Höhe geschenkt hast, deinen geliebten Sohn. Und wir sind dir so dankbar, dass du es in unseren Herzen hast Licht werden lassen. Wir sind dir so dankbar, dass wir nicht mehr zu denen gehören, die draußen sind, die in der Nacht umherirren, wie wir schon gehört haben, in den Pfützen dieser Welt versuchen, ihren Durst zu stillen und letztendlich sich damit mehr und mehr vergiften und sich Zorn aufhäufen für den Tag, an dem der gerechte Zorn Gottes auch eintreffen wird. Wir danken dir, dass wir nicht mehr draußen sind, sondern dass wir drinnen sind, dass du uns hineinversetzt hast in das Königreich des Sohnes deiner Liebe. Wir möchten dir danken für diesen gewaltigen Preis, den du bereit gewesen bist zu zahlen, dass du deinen Sohn gegeben hast und ihn um unseretwillen nicht verschont hast. Und wir sind dir so dankbar, Herr Jesus Christus, dass du ja gehorsam warst bis zum Tod am Kreuz. Ja, dieses Evangelium ist so gewaltig. Diese Gnade ist so teuer, denn sie hat dich alles gekostet. Und auch das Ziel der heutigen Versammlung soll ja sein, dass wir ja zur rechten Erkenntnis der Wahrheit gelangen und dass diese wiederum uns zu einer rechten Gottesverehrung führt. Schenke es doch, dass nicht einfach bloßes Wissen sich anhäuft, sondern dass wirklich wir mehr und mehr begreifen, diese Gnade, diese Barmherzigkeit, und dass sie uns bewegt, dass wir ein Verlangen haben, wirklich zu antworten, mit Wort und Wandel, mit Anbetung und Danksagung und bedingungsloser Hingabe. Schenke es doch, dass unsere Antwort auf deine gewaltige Liebe nicht eine billige Antwort ist. Und sei ganz besonders auch mit denen, die heute um deines Namen, Herr Jesus Christus, verfolgt werden. Schenke auch ihnen, dass sie in dir den Trost finden, die Kraft finden, weiterhin den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen und dann einmal in der wunderbaren Herrlichkeit, ja, dort anzukommen, wie der Bruder schon sagte, wo es weder Geschrei noch Leid noch Tod, ja, wo es all das nicht mehr geben wird, sondern wunderbare Herrlichkeit, wunderbare Gemeinschaft mit dir und deinem Vater, der jetzt auch unser Vater geworden ist. Das beten wir, ja, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. 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 Ja, wir haben heute schon viel gehört und mich hat ganz besonders auch ein Lied angesprochen, das erste Lied, was wir gesungen haben, Du bist würdig. Im Refrain wird immer wieder deutlich gemacht, du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, o Gott, du bist würdig, von uns zu nehmen Preis und Ehre und Dank. Und in den Strophen wird begründet, warum. Und das finde ich so gewaltig, wenn wir das begreifen,
Gott ist würdig. Und je mehr wir wachsen in der Erkenntnis Gottes, desto lauter und so klarer sollte dieser Ausspruch, du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, erschallen. Aber wir kennen das deutsche Sprichwort, Taten sprechen lauter als Worte. Das bedeutet, dieses Lied, was wir gesungen haben als erstes, das sollte man nicht nur hören können, das sollte man sehen können. Das ist so wichtig. Der Herr Jesus hat es schon gesagt, der Bruder Brian hat es auch erwähnt. Mit den Herzen, mit den Lippen ehrt mich dieses Volk, aber ihre Herzen sind weit entfernt, so in meinen Worten. Wir haben gehört vom Weingärtner, vom himmlischen Weingärtner, von unserem himmlischen Vater. Wir haben gehört von dem wahren Weinstock, dem Sohn Gottes, unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Und wir haben gehört, dass wir Reben sind. Und der Herr Jesus sagte, dadurch wird der Vater verherrlicht, dass wir die Jünger des Herrn werden und Frucht bringen. Die Reben sollen viel Frucht bringen. Wenn wir darüber nachdenken, stellen wir uns vor, da ist jemand, der hat einen Weinstock und der bringt keine Frucht. Die Reben bringen keine Frucht oder ganz wenig Frucht. Dann würde man denken, vielleicht ist der Weinstock nicht in Ordnung. Dann würde man weiterdenken, vielleicht ist der Weingärtner einfach unfähig. Aber wenn es um diese biblische Wahrheit geht aus Johannes 15, dann dürfen wir eines wissen. Der Weingärtner ist nicht unfähig. Es ist der beste Weingärtner, den es gibt. Und der Weinstock ist auch nicht schlecht. Und da stellt sich die Frage, warum sieht man dann an vielen Stellen nicht diese Frucht? Und wir begreifen, die Bibel spricht von einem sogenannten Synergismus, ein Zusammenwirken. Der Bruder Sahn hatte das auch angesprochen, es gibt heutzutage einige Bewegungen, die fast schon von einem Monergismus sprechen, von Gott. Gott muss alles machen. Aber die Bibel spricht von einem Synergismus, sie spricht von einem Zusammenwirken. Sie spricht davon, Gott in seiner Souveränität, aber wir Menschen haben eine Eigenverantwortung. Und woran ist ganz einfach zu begreifen, es wird einmal ein Preisgericht geben. Und in diesem Preisgericht begreifen wir, da werden wir Rechenschaft geben. Rede und Antwort stehen. Es geht also darum, wir haben eine Eigenverantwortung. Es geht für uns Christen nicht nur darum, dass wir das Ziel erreichen. Es geht darum, wie wir das Ziel erreichen. Paulus hat es in 1. Korinther 9 verglichen. Er hat sich selber mit einem Wettkämpfer verglichen, der in der Rennbahn läuft. Und er sagte, wisst ihr nicht, in meinen Worten, dass alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr den Preis erlangen wollt. Das heißt, laufe so dein Christenleben, dass du wirklich den ersten Platz erreichen willst. Dass du wirklich sagst, ich möchte ein Leben zur Ehre Gottes leben. Denn wir haben noch gesungen, du bist würdig zu nehmen. Preis und Ehre und Dank. Und was dafür ganz wichtig ist, was tut denn ein Weingärtner? Er beschneidet. Und das Winzermesser, das muss auch angesetzt werden bei uns. Es muss an unser Herz angesetzt werden. Das tut zwar weh, aber wenn das geschieht, wenn wir es zulassen, dann darf daraus Frucht entspringen. Eine Frucht, die einerseits Gott ehrt, aber andererseits auch uns Freude bringt. Das ist ja so, es gibt so ein ganz kurzes Bekenntnis, was eigentlich das Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich an Gott zu erfreuen. Und beides gehört zusammen. Es heißt in Sprüche, braucht ihr nicht aufschlagen, Sprüche 4,23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Also, Sprüche 4,23.
Die Bibel sagt im Alten Testament, dass das Leben des Fleisches im Blut ist. Wir haben ein anatomisches Herz. Und dieses Herz pumpt gerade bei jedem, das weiß ich, weil jeder hier gerade auf, also sitzt. Ich merke, ihr seid am Leben, also dein Herz schlägt. Dieses Herz pumpt gerade Blut durch deinen Körper. Da gibt es die sogenannte Diastole, die Bluteinströmungsphase, und dann gibt es die Systole, die Blutausströmungsphase. Aber wenn hier geschrieben wird, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus, dann geht es nicht so sehr um unser anatomisches Herz, sondern es geht um das Innere des Menschen. Dort, wo unsere Gedanken sind, unsere Pläne, unsere Absichten, unsere Ziele, unsere Wünsche, der innere Mensch. Und die Frage ist, wofür schlägt unser Herz? Die Frage ist, was passiert bei deiner Diastole? Was strömt ein? Warum? Weil die Diastole und die Systole hängen zusammen. Was einströmt, wird ausströmen. Was wir denken, wie wir denken, das wird letztendlich unser Reden, unser Handeln und unseren Wandel predigen. Und wir begreifen, wenn unser Herz geteilt ist, was wird in unserem Reden, in unserem Handeln und Wandeln sichtbar? Ein geteiltes Leben. Es wird nicht das sichtbar, was in 1. Korinther 9 steht. Paulus lief nicht wie ins Ungewisse. Man sah in dem Leben von Paulus, er hatte ein klares Ziel. Und man sah Frucht. Und hier heißt es ja, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und die Frage ist, welches Leben geht aus von uns? Wird wirklich Christus sichtbar? Es gibt eine weitere Stelle, die braucht ihr auch nicht mit aufschlagen. Ihr dürft definitiv gleich mit aufschlagen. Gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. Wir wissen, im Alten Testament hat Gott immer wieder auch das Herz von Königen geleitet. Man sieht es, hier sind auch ein paar Stellen im Buch Nehemia, im Buch Esra, aber auch im Buch Esther kann man das sehen. Aber wir wollen, oder ich versuche das heute mal ein wenig anders zu deuten. Wir sind in Christus zu Königen und Priestern geworden. Und die Frage ist, liegt unser Herz in der Hand Gottes? Warum sage ich das? Damit er unser Herz dahin lenken kann, wohin er immer will. Versteht ihr, was ich meine? Liegt unser Herz wirklich in der Hand Gottes? Kann er wie ein Chirurg schneiden? Wegschneiden, was nicht hingehört. Füllen, was rein soll. Und kann er unser Herz, den inneren Menschen, unsere Gedankenwelt wirklich so lenken, dass wir wirklich ein Leben leben, das fruchtbar ist? Wir kennen den Ausspruch, das war jetzt Sprüche 21, Vers 1. Wir kennen den Ausspruch ebenfalls in den Sprüchen in Kapitel 23, Vers 26. Da heißt es, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und die Frage ist, haben wir unser Herz, unser Innerstes, haben wir uns wirklich ganz übergeben? Interessanterweise ist es auch so, in 2. Könige 2, da wird uns berichtet, da gehen zwei Männer miteinander, Elia und Elisa. Elia, könnte man sagen, er ist so der Lehrer, der Mentor gewesen von Elisa. Elisa war sein Schüler. Sie gehen ganz über mehrere Stationen bis hin zum Jordan. Dann gehen sie durch den Jordan. Elia wird dann gen Himmel genommen. Und Elisa, mit einer besonderen Kraft jetzt ausgestattet, kommt wieder aus dem Jordan heraus. Er schlägt mit einem Mantel darauf, kommt da durch. Und dann gelangt er zu einer Stadt. Ich denke, es müsste Jericho sein. Und da berichten die Menschen, das Leben hier ist gut, aber wir haben ein Problem. Das Wasser der Stadt, in meinen Worten, ist nicht gesund. Das Wasser bringt Unfruchtbarkeit und man könnte sagen Tod hervor. Und jetzt tut Elisa etwas. Und man könnte sich ja fragen, jetzt stellen wir uns vor, wir wären in dieser Stadt, wir hätten jetzt hier überall Kanister mit Wasser, die alle schlecht sind. Jetzt könnte ja Elisa etwas tun. Er könnte ein Wunder wirken.
und die Kanister das Wasser gut machen. Ja, dann können wir das trinken. Was wäre aber das Problem? Es wäre eine Lösung für den Augenblick. Weil wo liegt das Problem? Das Problem liegt nicht erst einmal an den Kanistern, die wir hier gefüllt haben. Das Problem liegt an der Quelle. Und das ist so schön, wenn wir dann sehen, Elisa geht zur Quelle. Und dort kippt er, er sagt, bringt mir eine neue Schale. Da wird Salz hineingekippt und dann kippt er dieses Salz in die Quelle. Und dann wird die Quelle gesund. Und was ist so schön daran, wenn die Quelle gesund wird? Dann kannst du aus dieser Quelle schöpfen und dann läuft es nicht für einen Augenblick, sondern dann läuft es langfristig. Und wie schön, wenn wir darüber nachdenken, Salz ist in der Bibel auch ein Bild. Es gibt den sogenannten Salzbund, ein Bild für einen ewigen Bund, einen ewigen Salzbund im Alten Testament. Und dann denken wir, warte mal, Elisa geht erstmal durch den Jordan, wieder aus dem Jordan heraus. Das erinnert uns an jemanden, wenn man weiß, wofür der Jordan steht. Und dann scheint es so, als ob er mit einer neuen Schüssel Salz drin hat, wie ein neuer Bund scheint es zu sein, so ein Bild dafür. Und dann kippt er das in die Quelle und plötzlich wird die Quelle gesund. Und dann denken wir, ist das nicht der neue Bund? Schattenbildlich? Wo setzt denn Gott an? Er setzt in unserem Innersten an. Verstehen wir? Weil wenn unser Innerstes, wenn das in Ordnung ist, dann wird auch, denn vom Herzen geht das Leben aus, dann werden wir merken, dann wird auch unser Leben, unser Reden, unser Handeln, unser Wandeln, dann wird es so sein, wie es Gott wohlgefällt. Und deswegen ist ganz wichtig, auch heute, ich muss ein bisschen aufpassen mit der Zeit, wie lange macht ihr die Regel? Okay, also bis? Okay. Weil es geht heute darum, ich möchte einige Symptome aufzeigen, die in der Christenheit vorherrschen. Es liegt an dir, diese Symptome auf dich selber anzuwenden. Aber wie ist es bei Symptomen? Stell dir vor, du hast halt eine Wurzelentzündung, gehst zum Arzt, es tut weh, eine Wurzelentzündung. Ich habe sie zwar noch nicht gehabt, aber vielleicht hatte der ein oder andere schon mal. Man geht dann zum Zahnarzt. Und der Zahnarzt, er sagt, ich habe eine ganz gute Lösung, ich verschreibe dir richtig starke Schmerzmittel. Was wird passieren? Die Symptome werden gelindert, aber das Problem wird nicht an der Wurzel behandelt. Ich habe gehört, die Wurzelbehandlung soll sehr schmerzhaft sein, aber dann hat man langfristig etwas davon. Und was wir begreifen müssen, es soll heute hier nicht um eine Oberflächenbehandlung gehen. Es soll nicht um eine Symptombehandlung gehen. Es soll um eine Wurzelbehandlung gehen, damit wirklich von der Tiefe heraus eine Genesung stattfinden kann. Genau. Folgendes möchte ich noch einmal deutlich machen. Wir behandeln ja gerade auch in Hamburg den Epheserbrief. Und die ersten drei Kapitel, könnte man sagen, da wird uns ganz besonders unsere Stellung vor Augen gemalt. Der Reichtum, der uns in Christus gegeben ist. Und dann geht es über zum Wandel. Und wir begreifen, man könnte das so als Bild nehmen, so sollte unsere Diastole sein, die Bluteinströmungsphase. Unser Herz sollte gefüllt sein von dem Reichtum, der uns in Christus geschenkt ist. Unser Herz sollte gefüllt sein von der Liebe Gottes. Und dann sollte die Antwort, die Systole sein, dass wir angesichts dieser Barmherzigkeit, wie es ja in Römer 12 heißt, Vers 1, sollten wir sagen, du bist würdig. Mein ganzes Leben soll, mein ganzer Leib soll dir dargebracht werden. Mein ganzes Herz soll dir dargebracht werden. Ich möchte ein sogenanntes Brandopfer sein, ein Ganzopfer sein. So sollte die Reihenfolge sein. Und es geht heute um die Bücher Josua, Richter und Ruth. Natürlich werden wir sie nicht alle durcharbeiten können. Aber diese drei Bücher haben einen Zusammenhang. Und bevor wir hineingehen, noch einmal ganz kurz, auch wenn es um das Thema geht, Stellung und Wandel. Ich möchte einmal ganz kurz zur Stellung sprechen, weil es so schön ist. Die Stellung spricht ja ganz besonders von unseren Vorrechten. Der Wandel spricht dann aber auch von unserer Verantwortung und unserer Verpflichtung. Wir haben beide Seiten. Und im Buch Josua, vielleicht
Können wir das einmal gemeinsam aufschlagen, Kapitel 1? Ich weiß jetzt nicht, wer von euch die Schlachterbibel liest. Aber das Schöne in der Schlachterbibel ist, beim Buch Josua, da gibt es eine Einleitung. Und ich lese einfach mal den Anfang ganz kurz vor. Genau, Josua Kapitel 1. Also wer eine Schlachterbibel hat, der kann jetzt mitlesen in der Einleitung. Ich will nur den Anfang kurz vorlesen. Das Buch Josua, hebräisch Jehoshua, der Herr ist Rettung, ist die direkte Fortsetzung des fünften Buches Mose. Es handelt von der Einnahme des verheißenen Landes durch Israel unter der Führung Josuas. Bis hierhin. Ich hatte gestern mit einigen Brüdern darüber gesprochen, und das ist so gewaltig. Wir müssen Folgendes begreifen. Josua, Jehoshua, der Herr ist Rettung, das ist der Name Jesus im Griechischen. Also Josua im Hebräischen und die griechische Übersetzung ist Jesus. Derselbe Name. Und dann denken wir darüber nach, warte, Mose konnte das Volk nicht ins verheißene Land führen, sondern es war sein Nachfolger, der den Namen Jesus trägt. Dieser Nachfolger wird in 4. Mose 27 mit einem Hirten verglichen. Wir denken weiter darüber nach, wie führte er sie denn ins verheißene Land? Das kann man nachlesen in Josua 3. Er führte sie durch den Jordan. Dann denken wir darüber nach, wofür steht denn der Jordan? Das deutsche Sprichwort, der ist über den Jordan gegangen, hat daher seine Bedeutung. Die Überquerung des Jordans heißt, durch den Tod zu gehen. Und die erfolgreiche Überquerung über den Jordan heißt, wirklich in das Verheißene, dort anzukommen. Und wir erkennen, Hebräer 3 und 4 spricht davon. Spricht davon, dass wir jetzt schattenbildlich im Alten Testament, also war es ja vorgeschattet, raus aus Ägypten, wir raus aus der Welt. Und wir wandeln jetzt in der Wüste dieser Welt hin zu dem Ziele, dem verheißenen Land. Und sobald wir an den Jordan kommen, dürfen wir wissen, weil der Herr Jesus Christus es vollbracht hat, dürfen wir wie das Volk in Josua 3, wie durch den Jordan gehen, trockenen Fußes. Wofür steht der Jordan? Der Jordan steht für Tod, für Sterben. Trockenen Fußes heißt, kein Tropfen des Jordans hat das Volk getroffen. Was sagte denn Jesus? Müssen wir den Tod noch fürchten, wenn wir in ihm sind? Und das ist so gewaltig, so das zu begreifen. Und dann geht es weiter, dann denken wir darüber nach, in Josua 3,16, wo hat denn Gott dieses Wunder gewirkt? Weil der Jordan war zu dieser Zeit am Überfließen. Wie sollen sie da durchkommen? Wo hat Gott das Wunder gewirkt? Er lässt das Wasser ganz weit entfernt, das kann man in der stillen Zeit nachlesen, ganz weit entfernt stehen bleiben bei einer Stadt namens Adam. Warum lässt Gott das Wasser ganz weit stehen bleiben bei einer Stadt namens Adam? Durch wen kam der Tod in die Welt? Römer 5,12. Durch einen Menschen, durch die Sünde. Adam, als Adam in die Sünde fiel, kam im Grunde genommen die Sünde in die Welt und damit der Tod. Und wir begreifen, wo wurde denn das Problem gelöst, was Adam in die Welt brachte? Auf Golgatha. Und dann geht es noch weiter. Wir denken darüber nach, als Mose das Gesetz bekam am Berg Sinai und es dem Volk erzählte, dann sagte das Volk im Grunde, wir wollen alles halten. Und Mose baut dann unten am Berg Sinai 12 Steine auf, Gedenksteine. Symbolhaft, das Volk ist jetzt unter dem Gesetz. Was folgte daraufhin? Eine Wüstenwanderung mit vielen Mohren und Klagen, eine katastrophale Wüstenwanderung unter der Führung von Mose. Und wir wissen, dass das Neue Testament Mose immer wieder gleichsetzt mit dem Gesetz. Warum? Wir wissen von den Pharisäern und Schriftgelehrten, sie sagten, wir sind Moses Jünger. Was meinen sie damit? Wir halten uns ans Gesetz. Jesus sagte auch einmal zu den Juden, Mose, auf den ihr eure Hoffnung setzt. Das heißt, Moses ganz besonders hatte man verknüpft mit dem Gedanken des Gesetzes. In Johannes 1 heißt es, durch Mose kam das Gesetz, aber durch Jesus Christus ist die Gnade und Wahrheit geworden. Und wie gewaltig, Mose stellt also diese Steine auf, der Bund von Sinai, laut Galater 4, der in die Knechtschaft führt, und dann kommt eine Wüstenwanderung. Mose und Aaron, sie versündigen sich ja, sie können deshalb nicht das Volk ins verheißene Land bringen, aber sein Nachfolger tut es, durch den Jordan. Und dann geht es weiter in Josua 4, was wird dort gemacht? Der Herr sagt zu Josua, sage 12 Männern Bescheid, sie sollen 12 Steine aus dem Jordan herausholen.
Und dann wurden diese 12 Steine in das verheißene Land getan, an einen Ort namens Gilgal. Und Josua hat nicht nur 12 Steine herausgeholt, er hat auch 12 Steine aufgerichtet im Jordan. Das heißt, wenn diese 12 Steine schon am Berg Sinai repräsentativ für das Volk standen, dann können wir begreifen, warte, etwas bleibt im Jordan und etwas wird aus dem Jordan herausgeholt. Und wir gedenken an unsere Taufe, haben wir nicht das symbolisiert? Ist das nicht Römer 6? Und hier heißt es nämlich in der Einleitung zum Buch Josua, wenn man ganz zum Ende geht, die geschichtlichen Berichte des Buches Josua sind für den Leser auch von vorbildhafter Bedeutung. Josua ist ein Vorbild auf den Herrn Jesus. Im Hebräischen und Griechischen sind Josua und Jesus derselbe Name. Die Durchquerung des Jordan, ein Bild für Galater 2,20 und Römer 6. Wir begreifen, 12 Steine im Jordan, 12 Steine raus aus dem Jordan. Wir begreifen, das ist doch das Bild. Der alte Mensch ist mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben, haben wir symbolisiert in der Taufe, bleibt im Tod. Aber wir sind auch mit Christus auferweckt. Und das sehen wir schon im Alten Testament vorgeschattet, in was für einer wunderbaren Art und Weise. Und jetzt geht es aber weiter. Die Einnahme des verheißenen Landes ist Vorbild für die Einnahme der Fülle in Christus. Der Kampf Israels für den geistlichen Kampf der Gläubigen, Epheser 6. Und jetzt verstehen wir also, das verheißene Land kann auf der einen Seite, oder der Weg zum verheißenen Land kann auf der einen Seite unser Weg sein zum himmlischen Ziel, zum himmlischen Jerusalem. Das ist eine Bedeutung. Aber jetzt aktuell kann das verheißene Land auch stehen für die Fülle in Christus. Warum? Im verheißenen Land gab es Feinde, da gab es Kampf. Und wir sollen diese Fülle einnehmen. Uns ist alles gegeben, so wie im Alten Testament. Der Herr sagt, ich habe euch dieses Land gegeben. Ich lese gleich noch einmal vor, was der Herr über dieses Land sagt. Und wir können das 1:1 verknüpfen mit uns. Warum? Jesus ist nicht gekommen, damit wir ein mageres, geistliches Glaubensleben führen mit Niederlagen und Niederlagen und Niederlagen. Das ist nicht, wofür der Herr gekommen ist. Er ist gekommen, damit wir das Leben im Überfluss haben. Er ist gekommen, damit wir in ihm ein siegreiches Leben führen, ein Leben zur Ehre Gottes. Und so heißt es, aber ich müsste trotzdem einmal kurz fragen, wie lange predige ich schon? Nein, halbe Stunde. Halbe Stunde, okay. Ich will einmal nur kurz vorlesen, was Gott über das verheißene Land sagt. Er sagt unter anderem, braucht ihr nicht aufschlagen, 5. Mose 8, Vers 7, denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, in ein Land, in dem Wasserbäche, Quellen und Seen sind, die in den Tälern und auf den Bergen entspringen. Ein Land, in dem Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel gedeihen. Ein Land voller Olivenbäume und Honig. Und dann bis Vers 9, ein Land, von dem du dich nicht kümmerlich nähren musst, in dem es dir an nichts mangelt, ein Land, dessen Steine Eisen sind, wo du Erz aus den Bergen hauen wirst. 5. Mose 8, Vers 7 bis 9. Dann geht es weiter. In 5. Mose 15, da sagt Gott der Herr, es sollte zwar unter euch gar kein Armer sein, denn der Herr wird dich reichlich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir zum Erbe gibt, damit du es in Besitz nimmst. Sollzustand, keiner soll arm sein. Das Land ist das Land nicht nur der Verheißung, sondern der Verheißungen. Da sollte es gar nicht so sein. Aber, Vers 5, vorausgesetzt, dass du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchst, und alle diese Gebote bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete. Gehorsam. Also wir begreifen, normalerweise sollte der gläubige Christ, der Sollzustand ist, wir sollen fruchtbare Reben sein. Ein Leben, das gekennzeichnet ist von Sieg. Es ist so gewaltig, wenn wir darüber nachdenken, als der Herr Jesus einmal einen Menschen die Sünden vergeben hat. Dieser Mensch war lahm. Und dann sagte er,
deine Sünden sind dir vergeben. Und dann waren die Schriftgelehrten richtig wütend. Sagen, was ist das? Das ist doch Lästerung. Nur Gott kann vergeben in meinen Worten. Und dann machte der Herr Jesus deutlich, was ist leichter? Einem Menschen zu sagen, dass ihm vergeben ist, oder zu sagen, also einem lahmen Menschen, steh auf. Und dann sagte der Herr im Grunde genommen, steh auf. Und dieser Lahme ist aufgestanden. Und wisst ihr, was so gewaltig daran ist? Hätte Jesus dieses Wunder nicht getan, was wäre das Problem gewesen? Dieser Mensch hätte sagen können, mir sind die Sünden vergeben. Aber er hätte nicht, sein Wandel hätte immer noch davon gesprochen, er ist immer noch lahm. Die meisten hätten gesagt, ja gut, du sagst, dir sind die Sünden vergeben, aber sonst ist nichts weiteres passiert. Und ich befürchte, dass wir Christen oft so sind. Es fehlt dieser Wandel. Es fehlt wirklich die Realität, dass es nicht nur darum geht, dass Jesus uns von der Schuld der Sünde befreit hat, sondern dass er auch gekommen ist, um die Macht der Sünde zu brechen. Und das ist so wichtig. Und jetzt ist die Frage, warum ist das so? Was hat das mit diesem ganzen Thema zu tun? Es hat ganz besonders auch etwas mit einer Herzenshaltung zu tun. Wir müssen Folgendes verstehen. Wir Christen wollen gerne zum Kreuz, aber nicht ans Kreuz. Wir Christen wollen gerne zum Grab, aber nicht ins Grab. Was meine ich damit? Am Kreuz empfangen wir Vergebung. Aber das Kreuz hat auch noch eine andere Seite. Und Paulus macht das so deutlich, er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Und die Frage ist, kann es nicht daran liegen, dass wir Christen viel zu sehr in unserem eigenen Leben leben, dass das Leben Christi gar keinen Raum findet? Kann es sein, dass unser Herz viel zu viel mit unseren eigenen Zielen, Wünschen, Gedanken und Plänen beschäftigt ist, sodass die Gedanken, Pläne und Ziele Gottes gar keinen Raum finden? Kann es sein, dass die Wahrheit aus 2. Korinther 5, wo geschrieben steht, ich lese vielleicht einmal kurz vor, in 2. Korinther 5, da heißt es nämlich, im Vers 15, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und da ist die Frage, wo befand sich das verheißene Land? Vor dem Jordan oder hinter dem Jordan? Hinter dem Jordan. Die Israeliten konnten nicht in der Wüste sagen, wir wollen in der Wüste bleiben und trotzdem Milch und Honig aus dem verheißenen Land haben. Das geht nicht. Wir können nicht in unserem eigenen Leben versinken und trotzdem sagen, trotzdem will ich im verheißenen Land all diese kostbaren Verheißungen haben. Das funktioniert nicht. Und die Christenheit, gerade im Westen, ist dafür, gerade auch in der heutigen Zeit, ein ganz klares Bild. Wir erkennen das. Und nachdem Josua also das Volk durch den Jordan führte und diese Steine aufgerichtet hat in Gilgal, diese 12 Steine aus dem Jordan heraus, also aus, jetzt wenn wir es übertragen, aus dem Tod heraus, Lebende aus den Toten, die 12 anderen Steine wurden ja im Jordan aufgerichtet, das ist unser Taufbekenntnis. Und das Taufbekenntnis hat aber auch zwei Seiten. Es ist einmal die geistliche Realität, in die wir hineinversetzt worden sind. Wir sind mit Christus gekreuzigt, mit ihm gestorben, mit ihm begraben, mit ihm auferweckt. Das ist diese Stellung, die wir haben, in die Gott uns hineinversetzt hat. Das ist sozusagen, wie Gott souverän, als wir uns bekehrt haben, an uns gewirkt hat, als wir den Geist Gottes bekommen haben, die Beschneidung des Christus. Aber das Taufbekenntnis hat auch eine andere Seite. Der Eigenverantwortung, was heißt das? Will man wirklich in dem Bekenntnis leben? Was heißt es denn? Was habe ich bekannt? Ich habe bekannt, der alte Kevin, vorbei. Was dort aus dem Wasser kommt, ist ein Lebender aus den Toten, der nicht mehr für sich lebt. Nicht mehr für die Sünde, nicht mehr für die Welt, nicht mehr für mich. Weil wir können ja auch ein gut bürgerliches, christliches Leben leben, wo trotzdem das Ich im Zentrum ist. Das geht. Aber nein, das haben wir nicht bekannt in der Taufe. Wir haben bekannt, von nun an für Gott
durch und in Christus. Und das Ziel ist eigentlich, dass wir vom Taufbekenntnis zum Taufbekenntnis kommen. Was meine ich damit? Wenn du frisch im Glauben bist, du hast dich gerade bekehrt, dich taufen lassen, kann sein, dass noch viel, wenn es jetzt um mich gehen würde, viel noch vom alten Kevin zu sehen ist. Hier ist noch was zu sehen, da ist noch etwas zu sehen. Aber wo soll es hingehen, dass Kevin immer mehr abnimmt und Christus immer mehr zunimmt? Das sollte doch das Ziel sein, dass das Taufbekenntnis immer mehr nicht hörbar, sondern immer sichtbarer wird. Es gibt so einen Satz, da heißt es, ich will nicht immer eine Predigt hören, ich will mal eine Predigt sehen. Ja? Und dort in Gilgal, auch nochmal so schön darüber nachzudenken, Gilgal, dieses Wort, kann ja auch Abwälzung bedeuten. Und dieses Wort ist mit einem hebräischen Wort verwandt, was, wahrscheinlich spreche ich es falsch aus, was Galgal heißt, so Kopf oder rund oder Schädel. Und daher leitet sich sogar das aramäische Wort Golgatha ab. Und dann denken wir, gewaltig, wo wurde unsere Schande abgewälzt? Auf Golgatha. Und dann denken wir, wie wunderbar, auch das ist inbegriffen im Alten Testament, alles da. Aber in Gilgal fand eine Beschneidung statt und diese Beschneidung war schmerzhaft. Und die Frage ist, lassen wir das Winzermesser des himmlischen Vaters an uns arbeiten? Warum sage ich das? Jetzt kommt zu dem Gedanken, Josua, Richter, Ruth. In Josua lesen wir Sieg. Sieg, Sieg. Natürlich hier und dort war eine Niederlage, aber es war ein Buch des Sieges. Darf ich euch fragen, was war denn der Lagerort im Buch Josua, wo sie immer wieder zurückgekehrt sind? Es war Gilgal. Hat das irgendeine Bedeutung? Ja. Die Frage ist, warum waren die ersten Christen so brennend? Weil ich glaube wirklich, dass sie in dem Taufbekenntnis gelebt haben. Es war dieser Lagerplatz zu begreifen, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich bin mit ihm gestorben, ich bin mit ihm begraben und ich bin mit ihm auferweckt. Nicht nur diese eine Seite zu sehen, sondern wirklich zu sagen, ich will in dieser Haltung leben. Wir wissen, was zu dem Herrn Jesus einmal gesagt worden ist am Kreuz. Steig vom Kreuz herab und rette dich selbst. Und der Feind will, dass wir herabsteigen vom Kreuz, dass wir unser Eigenleben retten, dass wir unser Eigenleben aufbauen. Aber im Buch Josua, wie gesagt, war Gilgal im Grunde genommen der Ort, wo sie immer wieder zurückgekehrt sind. Was haben sie in Gilgal immer wieder gesehen? Diese 12 Steine. Woran erinnerte sie diese 12 Steine? Einmal an dieses gewaltige Erlebnis, dass sie durch den Jordan hindurchgeführt worden sind, wie Gott dieses Wunder gewirkt hat. Aber auch daran, wenn wir das jetzt auf uns übertragen, Lebende aus den Toten. Und das Alte ist begraben. Daran müssen wir uns immer wieder zurückbesinnen. So. Am Ende des Buch Josuas kommen auf einmal ernste Mahnungen. Wir schlagen einmal auf, Richter Kapitel 2. Vers 1. Wenn man das Buch Richter liest, dann merkt man, Josua hat am Ende im Buch Josua ganz klare, ernsthafte Mahnungen ausgesprochen. Man kann es vielleicht grob übersetzen, keine Kompromisse. Vertilgen, keine Bündnisse mit den Völkern in dem verheißenen Lande, ganz klar kompromisslos sein. Josua macht eigentlich deutlich, wenn ihr Kompromisse eingeht, es wird euch zum Fallstrick werden. Wenn dann man Richter Kapitel 1 liest, dann merkt man auf einmal, dass sie sich nicht daran gehalten haben. Hier haben sie was übrig gelassen, da haben sie was übrig gelassen. Das ist gewaltig. Aber wisst ihr, wie sie das übrig gelassen haben? Sie haben das erst einmal unter Kontrolle gebracht. Sie haben hier mal Kananiter fronpflichtig gemacht. Also es war im Griff. Sie waren nicht gehorsam, aber man könnte sagen, sie hatten es für eine kurze Zeit im Griff. Und ich denke, das ist unser Problem. Dass wenn es um das Eigenleben geht, dass wir viele Dinge behalten und denken, na gut, ich habe es ja noch im Griff. Aber früher oder später war es im Buch Richter so, dass das, was sie meinten im Griff zu haben, dann irgendwann sie im Griff hatte. Und interessant ist in Richter 2, Vers 1, und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim und sprach, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe,
Und ich sagte, ich will meinen Bund mit euch nicht aufheben ewiglich. Vers 2, ihr aber sollt mit den Einwohnern dieses Landes keinen Bund machen, sondern ihre Altäre niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Warum habt ihr das getan? Vers 3, so habe ich nun auch gesagt, ich will sie nicht vor euch vertreiben, damit sie euch zu Fangnetzen und ihre Götter euch zum Fallstrick werden. Als nun der Engel des Herrn diese Worte zu allen Kindern Israels redete, da erhob das Volk seine Stimme und weinte. Daher nannten sie den Ort Bochim und sie brachten dort dem Herrn Opfer dar. Bochim heißt Weinende. Und dann denken wir, warum kommt der Engel des Herrn von Gilgal herauf? Als ob er sagen würde, das Problem liegt irgendwie bei Gilgal. Warum? Man könnte sagen, im übertragenen Sinne, man hatte Gilgal verlassen. Man lebt nicht mehr, wenn wir das auf uns übertragen, im Taufbekenntnis. Und dort, wo wir nicht mehr im Taufbekenntnis leben, da müssen wir uns nicht wundern, dass die Frucht ausbleibt. Da müssen wir uns nicht wundern, weil was ist denn im Buch Richter? Dieses gute Land, von dem ich vorhin geredet habe, immer wieder kommen sie in Gefangenschaft. Und es ist nicht Fülle, sondern ganz oft Dürre. Und da kann man sich die Frage stellen, wie ist es in meinem Glaubensleben? Wie ist es in deinem Glaubensleben? Wie ist es in der Christenheit heutzutage? Ist das wirklich das Christenleben, was das Neue Testament uns verheißt? Und dann sehen wir im Buch Richter 7 Zyklen. Immer wieder, sie gehen eigene Wege. Die eigenen Wege führen sie in gewaltige Not und dann schreien sie zum Herrn. Der Herr hilft, er weckt Richter, die sie dann aus der Not herausführen. Eine kurze Zeit geht es wieder gut und dann wieder eigene Wege. Und dann wird wieder geschrien. Und das Buch Richter, das steht da mehrmals, kann man zusammenfassen. Wir gehen einmal zum letzten Vers im Buch Richter. Das kann man so zusammenfassen, das wird auch öfters erwähnt. Also Richter 21, der letzte Vers. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das ist so die Quintessenz. Und dann denken wir darüber nach, wenn wir jetzt das Buch Richter anwenden würden auf das Leben eines einzelnen Gläubigen, dann würde man sagen, das ist ein Gläubiger, der immer wieder eigene Wege geht. Diese eigenen Wege führen ihn in bittere Not. Und in der bitteren Not ruft er zum Herrn, aber nicht. Er will den Herrn Jesus nicht als Herrn, als König, als Retter will er ihn. Er ruft ihn an, weil es ihm schlecht geht. Und dann kommt kurz Besserung. Aber dann, weil er nicht König ist, weil er nicht das Sagen hat, geht man wieder die eigenen Wege. Und dann kommt es wieder so und wieder zurück. Wie schrecklich wäre das, wenn das unser Glaubensleben ist? Wenn es ein permanentes Auf und Ab ist, weil man eigentlich nicht begriffen hat, wer hat nun das Sagen in unserem Leben? Wer sollte das Sagen haben? Wer ist würdig, unseren ganzen Gehorsam zu haben? Und es dient uns selber zum großen Schaden. Und das zu begreifen, das Buch Richter macht es klar und deutlich. Und wie traurig wäre das, wenn das auf unser Leben zutrifft? Noch einmal kurz, wie lange habe ich jetzt schon? 45? Okay, eine Stunde hat es gegeben. Und bevor du jetzt sagst, nein, der Herr Jesus ist König in meinem Leben. Bevor du sagst, der Herr Jesus ist Herr. Jesus sagte, was nennt ihr mich Herr, Herr? Und tut mich, was ich sage. Die Frage ist, wer ist wirklich derjenige, der bestimmt? Ziele, Wünsche, Pläne, Interessen. Wer hat das Sagen? Ist es wirklich der Herr oder bist du das? In christlichen Rahmen. Weil ich gehe davon aus, auch hier in einer bibeltreuen Versammlung, dass das Problem nicht so sehr darin liegt, dass hier Gläubige in groben Sünden leben. Ich sehe eher oft das Problem darin, dass man in einem gutbürgerlichen christlichen Leben lebt. Wie gesagt, wo man sagen könnte, ich sehe jetzt nicht, dass der in grober Sünde lebt, aber es ist ein Leben, das vom Ich bestimmt wird. Es ist ein Leben, wo man zwar zur Bibelstunde geht, wo man seine Bibellese hat, aber eigentlich man selber die dominierende Person ist. Und deswegen nicht so schnell zu sagen, Jesus ist Herr, sondern wie der Bruder Sahn auch im Anfang gesagt hat, was hat Paulus, als er dem Herrn begegnet ist, als erstes gesagt? Also
Er hat erst einmal gesagt, wer bist du, Herr? Aber dann kam die Aussage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und diese Haltung zieht sich durch das ganze Leben von Paulus hindurch. Zum Beispiel die Taufe, wenn man sich das mal vorstellt bei Paulus. Uns wird berichtet in Apostelgeschichte 9, dass Paulus 3 Tage und 3 Nächte lang nichts gegessen hat. Und dann kommt Ananias, wird zu ihm gesendet. Er erfährt im Grunde genommen die Wahrheit. Die Schuppen fallen ihm von den Augen, nicht nur wirklich, dass er wieder sehen kann, sondern auch innerlich. Und er erfährt Taufe, Gehorsamschritt, Glaubensschritt. Und dann steht dort, er lässt sich erst taufen, bevor er danach isst und trinkt. 3 Tage lang nicht gegessen, nicht getrunken. Und das Erste, was er tut, ist, er lässt sich taufen. Sehen wir dort diese Haltung von Paulus zu sagen, der Wille meines Herrn geht über mein leibliches Wohl? Das sieht man durch sein ganzes Glaubensleben hindurch. Das erinnert uns an den Knecht von Abraham. Als er dort eine Frau suchte für Isaak, kommt er dort an und dann wollen sie ihm Essen anbieten. Und er sagt, nein, erstmal mein Auftrag. Und dann erzählt er erstmal, was sein Auftrag ist. Worauf ich hinaus will, ist Jesus wirklich so Herr in unserem Leben? Und wenn wir das jetzt alles betrachten, auch im Buch Richter, dann begreifen wir, okay, es scheint fast so, wenn man das Buch Richter auf das Leben eines Gläubigen beziehen würde, es kam nicht zur Wurzelbehandlung, sondern nur zur Symptombehandlung. Immer in der Not hat man geschrien, aber das eigentliche Problem war, Richter 21, Vers 25, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das war das eigentliche Problem. Und mit diesen Gedanken, ich denke, wir haben noch 10 Minuten, wollen wir in das Buch Ruth gehen, weil das kommt als nächstes. Und dann werden wir begreifen, das baut alles aufeinander auf. Wenn wir das Buch Ruth betrachten, dann werden wir auf einmal verstehen, okay, in welcher einer Zeit spielt das Buch Ruth? Da wird er verwiesen, es fand statt in der Zeit der Richter. Dann gucken wir im Buch Richter und es führt hin bis zurück nach Gilgal und wir verstehen, wo das Problem liegt. Und dann erkennen wir, das ist das Problem auch in der Christenheit. Wir lesen Ruth Kapitel 1. Ich lese einmal Vers 1 bis 6. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naemi. Seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kilion. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Elimelech aber, Naemis Mann, starb. Und sie blieb allein übrig mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten etwa 10 Jahre dort. Danach starben auch sie beide, Machlon und Kilion, sodass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein übrig blieb. Da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben habe. In den nächsten Versen wird uns noch erklärt, dass die beiden Schwiegertöchter nur eine wirklich fest mit festem Herzensentschluss dabei blieb. Das war die Ruth. Die Orpa hat sich dann abbringen lassen. Und dann lesen wir noch einmal die Verse 19 und bis 21. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem gelangten. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt in Bewegung ihretwegen. Und man fragte, ist das die Naemi? Sie aber sprach zu ihnen, nennt mich nicht Naemi, sondern nennt mich Mara. Denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naemi, da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat? Naemi kann heißen die Liebliche, Mara heißt die Bitterkeit. Was war passiert? Voll war sie ausgezogen, leer war sie zurückgekehrt. Worin lag die Schuld? Wenn wir dieses in den Vers 1 gehen, da wird uns beschrieben, und es geschah an den Tagen, als die Richter regierten. Was ist denn das Kennzeichen der Tage der Richter? Es gab keinen König. Jeder tat, was recht war in seinen eigenen Augen.
Da entstand eine Hungersnot im Land. In welchem Land? Im verheißenen Land. Wie kann das sein? Gott hat gesagt, es ist ein Land, wo Milch und Honig ist im Überfluss. Gott hat doch alles verheißen. Wie kann es sein, dass im verheißenen Land eine Hungersnot herrscht? Und dann schauen wir aber im 5. Mose, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, in welchem Kapitel das ist, ich glaube 5. Mose 28, 3. Mose 26, da wird uns Segen und Fluch vorgestellt. Segen bei Gehorsam, Fluch bei Ungehorsam. Und der Herr macht deutlich, wenn ihr auf falschen Wegen seid, ich werde den Himmel verschließen, ich werde die Erde hart und fest machen, ihr werdet euch bemühen, es wird keine Frucht kommen, eure Frauen werden nicht fruchtbar sein. Wir begreifen, Gott stellt sich nicht dazu. Und dann denken wir darüber nach, ist das nicht dasselbe bei vielen Christen heute? In Christus sind wir zur Fülle gebracht. Und trotzdem merkt man, dass viele Christen genau das erleben. Sie erleben geistlich gesehen eine Hungersnot. Und was tut man, wenn die Seele hungrig ist? Sie sucht nach Nahrung. Und wenn du sie aus der Vertikalen nicht bekommst, dann suchst du sie in der Horizontalen. Und uns wird hier beschrieben, sie zogen dann nach Moab. Und Moab, wenn man das in der Bibel betrachtet, ist immer wieder auch ein Bild von Vermischung. Dort, wo wir nicht mehr Speise bekommen, wo uns der Herr, wo wir die Freude im Herrn nicht mehr haben, wie wir das aus dem Zeugnis von Bruder Brian gehört haben, da fängt man an zu sagen, gut, dann muss ich irgendwie ein bisschen vermischen. Dann brauche ich andere Quellen. Und dann geht man wieder zu den Pfützen dieser Welt. Und wie verrückt, Bethlehem heißt Haus des Brotes. Wie kann es sein, dass im Haus des Brotes Hungersnot herrscht? In Juda, Juda heißt Lobpreis, dort Haus des Brotes und Lobpreis, das sollte doch unser Christenleben sein. Aber nein, es war nicht der Fall. Und nun geht der Mann, der eigentlich Haupt sein sollte, geht voran auf einen falschen Weg. Das sieht man auch leider in christlichen Familien. Dort, wo das geistliche Brot fehlt, kann es oft passieren, dass das Haupt der Familie anfängt, Wege einzuschlagen und die ganze Familie darunter Schaden leidet. Ich versuche jetzt schnell zum Ende zu kommen. Man kann in der stillen Zeit das auch gerne noch einmal nachlesen. Aber ich möchte, dass du noch einmal darüber nachdenkst. Wir sehen jetzt hier die Symptome. Die Wurzel des Problems liegt viel weiter hinten. Sie liegt bei Gilgal. Ist das klar geworden, was ich damit sagen will? Es liegt viel tiefer. Vers 2. Und der Name dieses Mannes war Elimelech. Was heißt Elimelech? Mein Gott ist König. Der Name war da, mein Gott ist König. Aber war es eine Realität? Nein, Jesus ist Herr, Jesus ist mein König. Die Frage ist er wirklich der Bestimmende und Beherrschende in deinem Leben? Sind es wirklich seine Ziele und seine Interessen, die dein Herz füllen? Weil dann müsste man sie sehen. Wenn du das predigen solltest, was in Lied Nummer 12 wir gesungen haben, wenn du das predigen solltest, dass der Herr König ist, stell dir vor, du müsstest das predigen, stell dir vor, ich müsste das predigen, ohne unsere Lippen zu gebrauchen. Würde man das sehen können? Würde man das durch die Augen hören können? Und der Name seiner Frau Naemi und seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kilion. Wer nennt seine Kinder Kränklichkeit und Verschmachten? Das ist schon sehr, sehr hart, seine Kinder so zu nennen. Aber ist das nicht der Zustand vieler Christen heute? Kränklich und Verschmachten? Wir hatten vorhin gehört aus 5. Mose 15, unter euch soll gar kein Armer sein, denn ich will euch reichlich segnen. Und trotzdem merken wir, viele sind kränklich und verschmachten. Viele Christen bringen den Eindruck, dass wir die Quelle des Lebens gar nicht gefunden haben. Wir sind an denselben Quellen zu finden, die auch die Ungläubigen haben. Der Ist-Zustand ist ganz stark entfernt vom Soll-Zustand. Diese Predigt soll dich nicht ermutigen. Sie soll dich dahin führen, nicht bei den Symptomen stehen zu bleiben, sondern zu begreifen, das Problem ist die Herzenshaltung. Bist du bei Gilgal? Oder hast du Gilgal verlassen? Sie waren Ephratiter. Ephrata heißt Fruchtbarkeit. Sie sollten eigentlich, wenn man es überlegt, sollten sie fruchtbar sein. Und irgendwann kam der Moment, im Vers 3 wird uns berichtet, Elimelech stirbt. Scheint, als ob Gott zu sagen würde, falscher Weg. Dann bleiben die Söhne übrig. Was machen die Söhne, nachdem der Vater gestorben ist? Sie gehen fremde Bündnisse ein. Wie traurig in christlichen Familien. Immer wieder gab es ja an vielen Orten Erweckungen. Und wie traurig, wenn auf einmal, wenn es wirklich so verschuldet ist, dass Haupt der Familie in Lauheit geht, die Kinder in Lauheit erzogen werden
Und das Einzige, was sie zurückhält, ist nicht Gottesfurcht, die Kinder, sondern das Einzige, was die Kinder zurückhält, ist Menschenfurcht. Und sobald der Vater tot ist, fangen sie an, Bündnisse zu schlagen, die eigentlich gegen die Schrift sind. Wie traurig wäre das? Aber uns wird berichtet, auch dort kommt keine Frucht zustande. 10 Jahre im Vers 4 sind sie dort, dann sterben auch die beiden Söhne, keine Frucht. Ein sehr, sehr trauriger Zustand und wir müssen ehrlich und aufrichtig sein, bei vielen Christen ist es der Fall. Was soll jetzt geschehen? Symptombehandlung oder Wurzelbehandlung? Wurzelbehandlung heißt, ich muss zurück nach Gilgal. Ich muss begreifen, was habe ich eigentlich bekannt in der Taufe? Ich muss mich fragen, meine Ziele, meine Gedanken, meine Wünsche, meine Pläne, sind das meine Ziele, meine Wünsche und meine Pläne in einem christlichen Mantel? Oder ist es wirklich deine Ziele, deine Wünsche und deine Pläne? Trachte ich wirklich zuerst nach deinem Reich oder trachte ich nach meinem eigenen Reich? Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir uns nicht wundern, dass die Fülle in Christus, dass wir sie nicht schmecken, dass wir sie nicht erleben. Und ich will euch einfach ermutigen, auch wenn diese Botschaft in gewisser Weise eine, vielleicht auch eine ermahnende Botschaft war, ich will euch ermutigen, das Problem bei der Wurzel anzugehen und wirklich zum Herrn zu kommen und zu sagen, ich will nochmal einen Neubruch zu machen, wenn es so der Fall ist oder wenn ihr auch vielleicht Geschwister kennt, die in diesem Zustand leben und ich will ganz neu das, was ich schon vor langer Zeit bekannt habe in der Taufe, ich will das ganz neu in einer Haltung ergreifen und ich bin fest davon überzeugt, dass der Herr antworten wird, dass er Segen schenken wird und das ist so gewaltig, wenn ich die Entwicklung von dem Bruder Brian sehe, dieses wackelige Hin und Her und nun diese Stabilität und dieser Segen. Und das ist bei vielen Gläubigen, hat man das schon erlebt, wo es immer hin und her ging, bis irgendwann dieser entschiedene Moment war, keine Kompromisse mehr, ganz für den Herrn. Und plötzlich, was passierte? Nicht nur fruchtbares Leben, auch Freude. Plötzlich geht das Wort Gottes auf. Plötzlich erlebt man etwas mit dem Herrn. Und das sollte unser Wunsch sein, damit wir ein glaubwürdiges Zeugnis sind und damit dieses Lied gehört wird, du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig. O Gott, du bist würdig, von uns zu nehmen Preis und Ehre und Dank, damit es gehört und gesehen wird. Amen. Amen.